Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In ein paar Tagen ist schon August und das heißt, es ist mal wieder Zeit für ein Subvoting. Ihr dürft mal wieder abstimmen, welches Buch ich im August auf jeden Fall lesen muss. Ich habe euch wieder 4 Bücher mitgebracht und zeitgleich mit diesem Video ist ein Beitrag online gegangen in meinem Community-Tab bzw. in meinen Beiträgen auf meinem Kanal. Den müsstet ihr, wenn ihr, wie ich natürlich hoffe, diesen Kanal abonniert habt, eigentlich in eurem Abo-Feed finden. Ansonsten könnt ihr einfach auf meinen Kanal klicken und dann oben, wo ihr auch Videos, Beiträge und so weiter auswählen könnt, Playlists, da oben in diesem Banner. Da findet ihr eben auch eine Kategorie, die heißt entweder Community oder Beiträge und darunter findet ihr eine Abstimmung, über die ihr für euer Lieblingsbuch abstimmen könnt. Und das Buch mit den meisten Stimmen werde ich dann noch im August lesen. Ja, so viel dazu. Ich glaube, mittlerweile sollte das ja auch jedem eigentlich klar sein. Es ist jetzt schon das 8. Mal, dass wir das jetzt hier machen. Ne, das 7. Mal. Im Juni gab es keins. Also ja, ich habe schon einige Subvotings jetzt hier gemacht. Und ich hoffe, es ist soweit klar. Bevor wir mit dem Subvoting aber anfangen, möchte ich noch kurz eine Sache ankündigen. Und zwar morgen, wenn ihr dieses Video hier am Erscheinungsdatum seht, am 31.07. Samstag um 20 Uhr findet auf dem Kanal von Belleristik Basti eine Spendengala statt. Zugunsten der Opfer der Flut- und Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Ja, da findet eine Spendengala statt. Ihr könnt Bücher ersteigern für einen bestimmten Betrag, den der dann komplett gespendet wird. Genauere Infos gibt es dann auch noch bei Belleristik Basti. Ich wollte das hier nur noch einmal ankündigen, weil ich das A, eine super tolle Aktion finde, die wirklich viel Aufmerksamkeit verdient hat und B, weil ihr auch ein Buch von mir ersteigern könnt. Ich habe auch einen Beitrag dazu gegeben und zwar könnt ihr 4321 von Paul Auster ersteigern. Ja, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ein ganz tolles Buch. Wenn ihr dieses Buch und eine persönliche Nachricht von mir also ersteigern wollt, dann guckt morgen am 31.07.2021 bei Belleristik Basti vorbei. Da könnt ihr das morgen um 20 Uhr ersteigern. So viel dazu. Jetzt fangen wir aber mal an mit dem eigentlichen Video und zwar mit dem Subvoting. Ich habe euch wieder gesagt, 4 Bücher mitgebracht, die alle sehr divers, sehr unterschiedlich sind. Das erste Buch ist Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman. Ein Roman von dem bekannten Autoren, Comiczeichner, Fernsehregisseur, Drehbuchautor. Neil Gaiman ist einfach eine Institution, man kennt ihn. In diesem Roman geht es um einen jungen Mann oder einen älteren Mann, der zurück in sein Heimatdorf kommt nach einer längeren Abwesenheit. Sein Elternhaus steht schon lange nicht mehr, aber das Haus seiner einstigen besten Freundin steht noch am Ende der Straße. Und dort macht er sich dann auf die Suche und findet allerlei komische Dinge, allerlei mysteriöse Sachen. Ein Teich, der eigentlich ein Ozean ist. Ja, sehr, sehr mysteriös, sehr, sehr interessant. Mehr steht hier auch gar nicht und auch im Klappentext wird nicht mehr gesagt. Nur, dass es eine Geschichte über Vertrauen, Freundschaft und so weiter ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ihr für dieses Buch hier abstimmt, was mich darin erwartet. Also ich habe noch nie was von Neil Gaiman gelesen, klingt auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Als nächstes haben wir einen Klassiker der ja, neueren deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Ist schwierig, ob das jetzt wirklich Kinder- und Jugendliteratur ist. Ist so für all ages, würde ich fast schon sagen. Aber ein Klassiker auf jeden Fall, den auch viele vermutlich so Anfang der 2000er noch in der Schule gelesen haben. Also je nachdem, wie alt ihr seid, könnte es sein, dass ihr das noch in der Schule gelesen habt. Ich glaube, mittlerweile ist das Buch eher nicht mehr im Kanon drin. Die Rede ist von Gudrun Pausemanns Die Wolke. Ein Roman, der nach der Reaktorkatastrophe in den 80ern in Tschernobyl entstanden ist, der davon handelt, was wäre, wenn es eben eine Verstrahlung inmitten der Bundesrepublik, inmitten in Deutschland geben würde. Und dann geht es eben um ein kleines Mädchen oder ein junges Mädchen, das nach dem Super-GAU in Deutschland eben versucht zu überleben. Ja, das ist eben Die Wolke von Gudrun Pausemann. Wie gesagt, ich glaube, dass einige das kennen, dieses Buch und generell Gudrun Pausemann sind einfach ein Begriff in der deutschen Literaturwelt. Und ja, ich glaube, man kennt es einfach.
Und ja, ich habe noch nie was von Gut und Pausemann gelesen und auch nicht die Wolke. Als ich in der Schule war, war das schon, glaube ich, kein Kanon mehr oder vielleicht schon und meine Lehrer haben es einfach noch nicht ausgewählt. Ich weiß es nicht, was meine LehrerInnen da so gemacht haben. Keine Ahnung, ist ja auch schon ein bisschen was her. Auf jeden Fall könnt ihr auch für die Wolke abstimmen. Ja, und dann machen wir jetzt einen ganz großen Bruch und zwar ein Roman von Paul Auster, Mann im Dunkel. Ja, Paul Auster, wie ihr ja wisst, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und dieses Buch ist wirklich sehr, sehr interessant, weil ich finde, dieser Klappentext, der hinten drauf steht, sagt einfach überhaupt nicht, worum es geht. Also schon, aber ich werde daraus überhaupt nicht schlau und deshalb lese ich es euch einfach mal vor, denn ich glaube, besser könnte ich es auch einfach nicht zusammenfassen. In meinem Kopf die Welt. Der 72-jährige August Brill, ehemals Literaturkritiker und Lebemann, liegt morgens um 3 in einem dunklen Zimmer. Schlaflos, von seinen Erinnerungen und Fantasien getrieben, spinnt er sich eine Geschichte zusammen. Ein junger Mann erwacht in einem tiefen Erdloch, schließlich befreit ihn ein Uniformierter und gibt ihm nebst einer geladenen Pistole den Auftrag, jenen alten Mann zu erschießen, dessen Kopf dieser wundersame, verkehrte Welt entspringt. Ein Amerika im Krieg gegen sich selbst, ein Land, in dem der 11. September ein Tag ist wie jeder andere. Ja, es könnte ganz viele unterschiedliche Sachen sein. Es könnte so ein Roman sein, der auf zwei Ebenen spielt, also einmal die Welt mit dem alten Mann eben in seinem Haus und dann das, was er sich ausdenkt. Dann könnte es aber auch so eine fantastischere Note nehmen, dass halt irgendwie das irgendwie Wirklichkeit wird, was er sich da ausdenkt und er dann damit von erschossen wird. Es könnte aber auch was Philosophischeres sein, dass es quasi so einfach, dass er im Sterben liegt und er sich deshalb das so erspinnt. Es könnte eine Was-wäre-wenn-Geschichte sein, wenn der 11. September nicht passiert wäre, weil das wird ja hier auch irgendwie so angedeutet. Ich weiß halt auch nicht, wie das gemeint ist. Ein Land, in dem der 11. September ein Tag ist wie jeder andere. Entweder ist der 11. September in diesem 2001, in diesem Amerika, ein ganz normaler Tag gewesen. Oder damit ist gemeint, dass es quasi täglich irgendwelche Terroranschläge gibt und dass es ganz normal ist mittlerweile, dass es solche Terroranschläge gibt. Es könnte beides gemeint sein. Ich weiß nicht, welche von beiden Varianten damit gemeint ist. Ich weiß generell überhaupt nicht, was ich von diesem Buch erwarten könnte. Und deshalb, falls ihr dafür abstimmt, werde ich es herausfinden. Und ein letztes Buch haben wir noch, und zwar ist das Requiem für einen spanischen Landmann von Ramón José Sender oder so ähnlich. Mein Spanisch ist nicht so gut, als dass ich das hier richtig aussprechen könnte. Ein kleines, süßes Büchlein, wo wieder das Problem ist, dass ich auch nicht so wirklich weiß, worum es geht und das auch nicht wirklich beschreiben kann, sondern ich glaube, das ist einfach so eine Beobachtungsgeschichte. Also es passiert einfach nicht sonderlich viel und ich glaube auch nicht, dass es einen übergeordneten Handlungsstrang geben wird. Ich glaube, das ist einfach sehr so dahin plätschert. Ich lese euch das auch einfach einmal kurz vor. In einem kleinen aragonesischen Dorf will der Priester Mosén Rilán die Totenmesse für Paco el del Molino halten. Während er auf die Gemeinde wartet, zieht das Leben des jungen Mannes an ihm vorbei. Weltgeschichtliche Umwälzungen bahnten sich an, als die Schergen des Todes Paco im Feuer holten. Auch sich selbst kann der Priester nicht freisprechen von einer Mitschuld. Ein moderner Klassiker über Gewissenskonflikte, Mut, Macht und der Neuübersetzung vorliegt. Ja, okay, wow. Ja, darum geht es. Keine Ahnung, ich kann da wirklich echt nicht viel rein interpretieren. Aber dafür habe ich ja euch. Ihr könnt abstimmen. Ab heute jetzt bitte abstimmen, was für ein Buch ich lesen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt, für was ihr abstimmt. Ich kann euch ja noch mal kurz die Bücher zusammenfassen. Da haben wir einmal diesen mysteriösen Roman von Neil Gaiman. Dann haben wir Die Wolke von Gudrun Pausewang, ein Roman über einen Supergau, eines Atomkraftwerks in Deutschland. Dann haben wir Mann im Dunkeln, ein Buch, was wirklich alles sein könnte. Keine Ahnung, worum es geht. Und Requiem für einen spanischen Landmann von Ramón José Sender, ein Buch über ein aragonesisches Dorf. Ja, darum geht es. Ich bin sehr, sehr gespannt, wofür ihr abstimmen werdet. Und das war's deshalb jetzt auch schon an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.